Araber werden weiter gegen den Staat kämpfen. Seine Rechnung lautet, sie müssen nur einmal gewinnen, um uns zu vernichten. Wir aber müssen jeden Krieg gewinnen, um zu überleben. Eine Atombombe, das weiß Ben-Gurion, könnte das Blatt wenden. Sie ist 1948 noch unerreichbar. Doch der Premier wird dieses Ziel in Zukunft mit allen Mitteln verfolgen. Ben-Gurion hat Mitstreiter. Zwei Männer, die seine Vision von der Atommacht Israel teilen. Ernst David Bergmann, ein brillanter Chemiker, der 1933 aus Deutschland vertrieben wurde, und Shimon Peres, der bis heute Israels Politik prägt. Sie eint die Überzeugung, dass die Bombe gebaut werden kann. Nun sollen Israels brillante Wissenschaftler die Existenz des Staates sichern. Um einen zweiten Holocaust, ein zweites Auschwitz zu vermeiden, meinten die jüdischen Politiker, sie müssten die Macht haben, ein zweites Hiroshima, ein zweites Nagasaki zu verursachen. Aber Israel hat kein Uran. Auch die intensive Suche in der Negev-Wüste ist nicht erfolgreich. 1955, sieben Jahre nach der Staatsgründung, hat Israel erstmals die Chance, an Uran zu kommen. Auf Initiative der USA findet in Genf eine Konferenz statt, Atoms for Peace, Atomkraft für den Frieden. Eisenhower bietet den Staaten Atomtechnik an, die sich im Gegenzug verpflichten, daraus keine Nuklearwaffen zu entwickeln. Man glaubt noch an die friedensstiftende Wirkung der Atomkraft. Because here in fact is the answer to a dream as old as man himself. A giant of limitless power at man's command. And where was it science found that giant? In the atom. Israel unterschrieb das Programm Atoms for Peace und kaufte einen Reaktor von den Amerikanern, den Nachal Sorek Reaktor, wie sie ihn nannten. Aus Dokumenten wissen wir, dass israelische Wissenschaftler schon damals untersuchten, ob man diesen Reaktor nicht auch für die Entwicklung von Waffen nutzen könnte. Doch der Forschungsreaktor in Nachal Sorek ist für die Produktion von Plutonium nicht geeignet. Eine Enttäuschung für die Israelis. Der Atommeiler, mit amerikanischer Hilfe gebaut, wird später dazu dienen, vom wahren Zweck des Nuklearprogramms abzulenken. Israel sucht sich einen anderen Partner für die Entwicklung von Atomwaffen. Ein Auftrag für den fähigsten Unterhändler des Landes. Alles begann 1952 in Paris mit der Ankunft eines gewissen Shimon Peres, Direktor des israelischen Verteidigungsministeriums und Mitarbeiter von Ben-Gurion. Ziel dieser Zusammenarbeit war es, möglichst viele Waffen und möglichst viel Know-how von Frankreich zu bekommen. Ben-Gurion und sein Gesandter wissen, dass auch Frankreich die Entwicklung der Atombombe plant. Shimon Peres soll den Zugang zu diesem Programm verschaffen. Er ist ein gern gesehener Gast in Paris. Man muss sagen, dass es viele Politiker gab, die von Peres verführt, wirklich verführt wurden. Shimon Peres wurde innerhalb von zwei Jahren, also ab 1954, 1955, zu einer derart mächtigen Person, dass sein Büro in das französische Verteidigungsministerium verlegt wurde. Frankreich und Israel hegen ein gemeinsames, tiefes Misstrauen gegen Ägyptens Präsident Nasser, den Hoffnungsträger der arabischen Welt. Der verstaatlicht 1956 den Suezkanal, der bislang den Briten gehörte. Das will die alte Kolonialmacht nicht hinnehmen. Gemeinsam mit Frankreich und Israel wollen die Briten den Krieg. Israel greift an, so der Plan. Dann geben Großbritannien und Frankreich vor, den Frieden durch die Besetzung des Suezkanals wiederherzustellen.
Das war eine Absprache zwischen Israel, Frankreich und Großbritannien. Eine regelrechte Verschwörung. Doch der Plan der Kolonialmächte geht nicht auf. Die Vereinten Nationen unter der Führung der Amerikaner kommen ihnen zuvor und marschieren als Ordnungsmacht ein. Großbritannien und Frankreich haben verloren. Sie sind raus aus dem Machtpoker im Nahen Osten. Der Dritte im Bunde, Israel, erhält dennoch seinen Lohn. Die Briten liefern ihnen schweres Wasser und Uran. Großbritannien besitzt selbst seit 1952 die Atombombe. Die Franzosen helfen den Israelis, in der Negev-Wüste eine Atomanlage zu bauen. Sie wird dem Staat zu waffenfähigem Plutonium verhelfen. Die Israelis ahnen nicht, dass sie von US-Spionageflugzeugen beobachtet werden. In der Nähe von Beersheba, auf einer freien Fläche in der Wüste, sahen wir auf einmal, dass sie mit großen Mengen an Beton zugange waren. Ich verfasste einen ersten Bericht und nannte ihn Beersheba, mögliche Nuklearanlage im Bau. Mein Chef informierte Eisenhower darüber. Doch der interessierte sich nicht dafür. Bei der weiteren Auswertung der Fotos stutzt Brugioni. Eine solche Anlage kennt er von Luftbildern aus Frankreich. Auch dort spionieren die Amerikaner. Der neue Reaktor in Dimona, so nannten wir den israelischen jetzt, sah auf einmal aus wie der Reaktor im französischen Mercure. Also baute ich eine Schautafel mit zwei Seiten. Auf der einen Dimona, auf der anderen Mercure. Das war der glasklare Beweis, dass die Franzosen etwas mit Dimona zu tun hatten. Mein Chef informierte wieder Eisenhower. Der tat das Ganze wieder als unwichtig ab. Die CIA will mehr Informationen. Sie schickt Agenten in die Negev-Wüste, als Touristen getarnt. Originalaufnahmen der US-Spione, bislang lagerten sie unentdeckt in einem amerikanischen Archiv. Die Agenten sollen herausfinden, was mit den großen Betonmengen gebaut wird und wer an den dutzenden Bussen fährt, die Tag für Tag vor der Anlage halten. Die US-Spione melden außerdem, dass die Gegend rund um die Anlage voller Mossad-Agenten ist. Die Israelis reagierten empfindlich. Einmal schlugen sie einen unserer Militärattachés zusammen, als er zum Gelände fuhr. Sie waren sehr angespannt und beschatteten unsere Autos. Die Filme der US-Spione belegen, in der Anlage arbeiten hunderte Franzosen. Sie leben in den umliegenden Neubausiedlungen. Den amerikanischen Agenten wird klar, es gibt ein geheimes israelisch-französisches Atomwaffenprogramm. Die Paten dieses Geheimprojektes sind Frankreichs Präsident Guy Mollet und Verteidigungsminister Burgess Monnery. Nach und nach hat sich ein Geheimzirkel, ein exklusiver Club gebildet. Nur diese Leute, nicht einmal Angehörige der Regierung, wussten, was sich dort abspielte. Mitglieder waren 20, 30 Leute. Die beiden Staaten sind auf höchster und geheimster Ebene miteinander verbunden. Anders ausgedrückt, sie sind verfilzt. Eins ist wichtig zu wissen: Es gab dafür keine offizielle Entscheidung. Angeblich befanden wir uns damals in einem Rechtsstaat, in dem das Parlament theoretisch sehr mächtig war. Aber das Parlament hat all diesen Dingen niemals zugestimmt. Der israelische Unterhändler Peres schafft es sogar, die Hilfeleistung beim Bau der Bombe mit einem Vertrag abzusichern. Er kollaboriert mit dem Club und dehnt die Grenzen des Legalen. Peres will sein Ziel erreichen. Shimon Peres hat einen Vertrag zurückdatiert, damit er seine Gültigkeit behält. Denn die Regierung, die ihn unterschrieben hatte,
hatte gerade ihre Macht durch ein Misstrauensvotum verloren. Das zeigt, wie sehr Shimon Peres entschlossen war, zu bekommen, was er wollte. Alle Mittel waren koscher, um diese Ziele zu erreichen, die heilig waren in den Augen von Shimon Peres, Ben-Gurion und den wenigen, die an diesen Dingen beteiligt waren. Die Israelis sind auf dem Weg zur Bombe einen großen Schritt weiter. Die Entscheidungen in Israel und Frankreich werden dabei außerhalb der demokratischen Institutionen getroffen, obwohl sie von großer Tragweite sind und das Schicksal aller Staatsbürger betreffen. Die Weltöffentlichkeit täuschen die Israelis über ihre wahren Absichten. Die Israelis haben sogar bestritten, dass dort überhaupt eine Atomanlage entsteht. Shimon Peres hat gesagt, das sei die Baustelle einer Textilfabrik. Mit de Gaulle ändert sich die Politik in Paris grundlegend. Der neue Präsident, der 1958 an die Macht kommt, will die Atombombe für Frankreich, nicht aber für Israel. Doch es dauert, bis de Gaulle die neue Strategie durchsetzen kann. Lange weiß er selbst nicht, was hinter den Kulissen vor sich geht. General de Gaulle wurde nicht sofort über die atomaren Aktivitäten informiert. Es hat sage und schreibe anderthalb Jahre gedauert, bis er über alles auf dem Laufenden war. Weshalb wurde er nicht informiert? Weil es im System die Leute des Clubs gab. Und diese haben alles daran gesetzt, nur kleine Teile ihres Wissens preiszugeben. Ben-Gurion lässt sich von seinem Ziel nicht mehr abbringen, trotz der neuen Haltung in Paris. Noch fehlen Trägersysteme für die Atomwaffen, vor allem Raketen. Die Israelis wissen, sie müssen sich beeilen, bevor sich der Wind in Frankreich gedreht hat. Dann entschied General de Gaulle, die ganze Sache einzustellen. Seine Anweisungen wurden allerdings nicht sofort auf allen Ebenen umgesetzt. Überall gab es Hindernisse, denn der Club war stark in der Armee und in der Verwaltung vertreten und mischte in der Politik mit. Anders gesagt, selbst General de Gaulle konnte sich nicht durchsetzen. Das Vorgehen des Clubs war geschickt. Wenn eine Entscheidung getroffen wurde, steuerte der Club mit aller Macht dagegen. Pour contrebalancer les décisions. Ein Beispiel ist die Rakete MD-620. Sie wird vom französischen Rüstungskonzern Dassault für Israel entwickelt. Und das obwohl